Serienmails erstellen mit Mailchimp. Mein Name ist Pirmin Lehner. Sie kennen folgende Situation. Ich habe hier eine Einladung erhalten von einer Irma und Irma schreibt an Irma, also sich selber, eine Mail und ich erhalte die Mail. Das ist doch irgendwie komisch. Aber wie macht man das besser? Outlook kann keine richtigen Serienmails erstellen. Word könnte das, personifizierte E-Mails, aber dann meckert natürlich sehr schnell der Mail-Server, man sei ein Spammer. Also machen wir das besser mit Mailchimp. Ich bin hier zu Mailchimp gegangen, mailchimp.com, und ich erstelle hier ein Konto unter Sign Up Free. Ja, leider gibt's Mailchimp nur in Englisch und nicht in Deutsch. Also Sign Up Free. Ich schreibe hier eine E-Mail hinein. Ich würde hier nicht eine persönliche Mail eintragen, auch keine komische, sondern irgendein Vereinsmail oder ein Firmenmail, damit die persönliche Mailadresse unbekannt bleibt. Also, der Benutzername, der kann der richtige sein, und erfinden Sie ein Passwort. Und ja, ich will keine Werbemails erhalten, also klick hier hinein und registrieren. Jetzt habe ich eine Mail erhalten auf diese Mailadresse, die ich hinterlegt habe. Also schaue ich doch kurz nach und bestätige diese Anmeldung. Ich bin hier im Mail-Programm. Ich habe hier die Mail erhalten, Mailchimp Client. Also schaue ich doch mal nach. Okay, Mailchimp hat Freude, dass ich da bin. Und hier muss ich nun das Konto aktivieren. Ich klicke hier drauf und bin nun bei Mailchimp wiederum gelandet und muss noch bestätigen, dass ich kein Roboter bin. Klicke hier drauf. Weiter geht's mit den Mailchimp-Angeboten. Ja, ich will ja gratis mailen und das Angebot hier ist wirklich großzügig. Ich kann bis zu 2000 Kontakte gratis bedienen. Ich sage ja, komplettieren. Aha, ich muss nun hier wiederum meinen Namen eingeben, das mache ich doch. Hier muss noch ein Firmenname oder ein Vereinsname eingefügt werden. So, und hier eventuell hat der Verein noch eine Webseite, das ist aber optional, also freiwillig, und die Telefonnummer ist auch optional, also auch freiwillig. Das lassen wir mal weg. Weiterfahren, hier unten, Continue. Hier müssen wir die Adresse präzisieren. Hier die Straße, also dann der Ort und die Postleitzahl. Nehmen Sie hier nicht eine private Adresse, sondern wiederum die Vereinsadresse und auch keine Fantasieadresse, denn die ist nachher sichtbar. Und weiter. Haben Sie schon Kontakte? Also habe ich schon Mailadressen? Nein. Weiter. Was will ich anbieten? Habe ich ein Geschäft? Habe ich Software? Habe ich einen Service und so weiter? Nein. Also hier Skip, also überspringen. Hier noch eine Frage, ob ich in Kontakt bleiben will mit Mailchimp? Nein, das will ich nicht, das auch nicht. Hier alles nichts. Also let's go. Weiter. So. Nun kann es losgehen. Also das haben wir bereits erledigt. Was will ich denn jetzt kreieren? Will ich eine E-Mail, eine Landingpage? Aber ich will eine E-Mail erstellen, also gehe ich hier drauf. Nachher füge ich unter Audience meine Mailadressen ein und zum Schluss verschicke ich die Mails. Also das war der Start.